eine Unsicherheit, ein Leistungsdruck und eine Ungewissheit gehen in eine Bar. Eine Zeit, in der man nicht genau weiß, was passieren wird. Ein Arbeitsmarkt, der abgelöst wird von Maschinen, von Computern. Eine Möglichkeit von vielen, die einem keine Sicherheit gibt. Neue Arbeitsformen, Hoffnung mit etwas Angst gemischt und politische Korrektheit sitzen an der Bar. Sie trinken alkoholfreie Limonaden oder Matcha, ersteres, weil hier Konsumationspflicht herrscht, zweiteres, weil, hey, wir leben in einer globalisierten Welt. Die Angst vor der Zukunft rümpft die Nase, weil hier geraucht wird und der Leistungsdruck sieht neidisch zum anderen Ende der Bar, wo Gewerkschaften, eine Pension und Pragmatisierung sitzen. Die Akademiker, die hier sitzen, die rechnen sich ihre ECTS-Punkte aus und die Arbeiter aus aller Welt schauen alle und alles misstrauisch an, weil man sie schon lange nicht mehr gesehen hat. Niemand schaut sie an. Die Revolution findet normalerweise statt. Aber heute gibt es kein WLAN. Als ein Mitglied des Prekariats eine Panikattacke bekommt, bricht der Damm. Ihr habt ja keine Ahnung, was Arbeit ist, ruft einer und ein anderer höhnt. Hat da jemand seine Tage? Die politische Korrektheit steht auf und ruft. Wir wissen nicht, wie sich das Prekariat identifiziert, aber solche Mutmaßungen sind sexistisch und stehen euch nicht zu. Uns steht alles zu. Ruft der alte Wind und hat damit nicht Unrecht. Alles stand euch zu, die Welt, die Arbeit, die Sprache. Aber merkt ihr denn nicht, dass sich etwas ändert? Wart ihr es nicht, die von Revolution gesprochen haben, die für Frieden auf die Straße gingen, die von freier Liebe gesprochen haben? Wolltet ihr nicht eine bessere Zukunft? Und habt ihr nicht unseren Planeten in den Dreck gezogen? Habt ihr nicht das Morgen ignoriert? Und habt ihr nicht mitgemacht, als ihr uns die Jobs weggenommen habt, die wir so dringend gebraucht hätten, um eure Pensionen zu bezahlen? Und das sagt nur niemand. Es denken sich aber alle. Und das Prekariat atmet in eine Papiertüte. Und von jetzt ab eine ganze Zeit über wird es keine Sieger mehr geben auf eurer Welt, sondern nur mehr Besiegte. Und von jetzt ab eine ganze Zeit über wird es keine Verlierer mehr geben auf eurer Welt, sondern nur mehr Verlorene. Die Verlorenen haben keine Panikattacken, um euch auf die Nerven zu gehen. Sie reden nicht von Self-Love und Mental Health Awareness, damit ihr sie nicht verstehen könnt und damit ihr eine Vorlage habt, wieder auf die Anglizismen zu schimpfen. Sie machen nicht ein unbezahltes Praktikum nach dem anderen, ein Studium nach dem anderen, weil sie nicht wissen, was sie wollen, sondern weil sie nicht wissen, was sein wird. Was wird denn sein, fragen wir uns. Und wenn wir schon untergehen, dann wenigstens politisch korrekt. Wenn schon alles brennt, brauchen wir zur Erfrischung ein Matcha-Latte-Getränk. Und wenn der Kurs schon fällt, dann muss nicht auch noch mein Blutzucker fallen. Und deshalb möchte ich bitte ein Avocado-Kresse-Rote-Rübenbrot, weil ich es mir leisten kann. Nein, weil ich es mir wert bin. Eine Vergangenheit, eine Gegenwart und eine Zukunft gehen in eine Bar. Sagt die Vergangenheit und von jetzt ab eine ganze Zeit über wird es keine Sieger mehr geben auf eurer Welt, sondern nur mehr Besiegte. Sagt die Zukunft und von jetzt ab eine ganze Zeit über wird es keine Verlierer mehr geben auf eurer Welt, sondern nur mehr Verlorene. Sagt die Gegenwart. Die Gegenwart sagt nichts. Sie blickt teilnahmslos in die Runde und kippt ihren Drink runter. Sie sitzt hier schon sehr lange und denkt. Und von jetzt ab eine ganze Zeit über wird sich alles verändern auf eurer Welt. Und was bleibt, ist mit Sicherheit die Veränderung. Und mit viel Glück auch die Welt.
tell its land. Success in circuit lies, too bright for our infirm delight. The truth superb surprises lightning to the children east. In explanation kind, the truth must dazzle gradually. For every man be blind. An deiner Stelle, wenn ich du wäre, ich würde, also bei deiner Figur würde ich ja, du darfst auf keinen Fall, du musst zu jeder Vorlesung gehen, sei nicht immer so depressiv, geh doch mal spazieren, spür doch mal in dich rein, versuch einfach das Beste draus zu machen. Mut ist auch nur ein Anagramm von Glück, ist am Ende nur ein Anagramm von du sollst den Tag nicht vor dem Haben. Loben ist auch ein anderes Wort für Hochmut, kommt vor dem Falten, werden durch teure Cremes nicht besser. Eine schiefe Nase als gar keine Antwort ist auch eine Antwort, denn nur wenn du gefragt wirst, du jetzt bitte endlich mal eine Frage stellen. Success in circuit lies, too bright for our infirm delight. The truth superb surprise, as lightning to the children east. If the explanation kind, the truth must dazzle gradually. Or every man be blind. Einen Ratschlag an dich. Mir ist lieber, du stellst Fragen an mich. Fragen nach dem, wonach soll ich streben? Fragen nach dem, davon kann man leben? Fragen, die ich euch gar nicht beantworten kann. Eine Frage ist gut, wenn sie auch ohne Antwort Antrieb geben kann. Da ist dein Weg und dir ist vor dem Ende bang. Ich sag, siehst du nicht die Tür? Fang doch mit dem Gehen an. Ein Weg von 1000 Meilen beginnt, du weißt eh schon wann, du siehst nur Wände vor dir. Hör doch Musik mit 1000 Liebe an und geht's grad nicht so gut, Reset, Neuanfang. Hättest du gewusst? Ja. Hast du aber nicht. Was dir bleibt ist, lerne aus deiner Geschichte. Was nichts heißt, außer du darfst immer davon berichten, ob in Gesprächen, auf Reddit oder in Gedichten, ob du zuhörst oder sprichst, bleibt immer dir überlassen. Eins noch? Versuch das Beste draus zu machen.